きますはしゃげおしゃめガール We got power ドラゴンボールぜー Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir am Turnier teilgenommen. Das war, weiß ich, wie vielte Turnier, 25, 26, bestimmt irgendwie so. Und ja, jetzt sind wir hier in der Einöde, weil dieser Kaioshin-Typ hier gesagt hat, oh, Majin Buu und Babidi, das sind voll gefährlichen Typen, die müssen wir aufhalten. Und ja, guckt euch halt bei den letzten Part an, dann wisst ihr, was bis jetzt. Und ja, neues Gebiet, erstmal hier so ein paar Medaillen, aber ich würde natürlich erstmal hier die Mission machen vom Kaioshin, weil warum nicht? Guck mal her. Kaioshin, wo ist Babidi? Da vorne, zusammen mit Son Goku und den anderen. Den Zauber durch vorschnelles Handeln zu wahren wäre unklug, deshalb habe ich hier auf dich gewartet. Ihr müsst euch auf den Jungen nicht so sehr ins Zeug legen, mein Lord. Ist schon gut, ich glaube fest an unsere neuen Freunde. Ich möchte ja nicht unnötig scheinen, aber der Kaioshin steht in der Rangordnung ziemlich weit oben, oder? Extrem weit oben. Und ja, du bist unhöflich. Nur weil du kämpfen kannst, hast du noch lange nicht das Recht, dich vor den Kaioshin wie ein Idiot aufzuführen. Oh, ich wollte nicht unhöflich sein. Ich war nur neugierig auf die Stärke des Kaioshin. Das ist alles. Wie kannst du es wagen? Der Kaioshin könnte jemanden mit Freezers Kraft in Nu vernichten, wenn er wollte. Hat nur Freezer? Wirklich? Freezer? Was weißt du etwa an meinen Morden? Weißt du am Urteil des Kaioshin zu zweifeln? Also ich bezweifle, dass dein Trupp Freezer besiegt hat. Hä? Wenn du geholfen hast, ihn zu besiegen, dann beweise es im Kampf. Ausgezeichnet. Zum Guns Kräfte interessieren mich auch. Freezer weit überlegen. Ja. Klar doch. Wo wollen wir kämpfen, hier? Ja, aber nicht so, wie du denkst. Unser Kurs gestattet nur in Ausnahme für den körperlichen Kampf gegen Sterbliche und außerdem wäre es schlecht, Babidis Aufmerksamkeit zu erregen. Kämpfe auf einer wenigen materialen Ebene. Unsere geistigen Abbilder werden gegeneinander antreten. Hey, das habe ich schon mal gemacht. Als wir nach Namek gereist sind, haben Krillin und ich genau dieser Technik die Zeit vertrieben. Ich werde ein geistiges Abbild von Freezer schaffen. Die Sieger ist. Jawohl, Sir. Der war irgendwie voll buff. Im ersten Blick. Mach mal her, Freezer. In deiner Buff-Version. Au. So, was hier? Aber warum nicht? Na, komm her. Irgendwie die Schnauze voll jetzt schon, ne? Will in dem Part mit erreichen. Also muss ich schnell erledigen. Was? Er macht Attacken. Habe ich den Angriff abgewehrt. In die Fresse. Oh. Jetzt war Bossangriff drauf, ey. Was ist denn das für eine Abbildung? Das ist auch voll krass. Au. Oh Mann. Mach mich eigentlich ganz schön fertig hier. Im Vergleich zu anderen Gegnern. Mein Gott. Na doch, jetzt bin ich wieder zum verwandelt. Mal den hier. Der meine Abwehr gesprochen hat, gibt's nicht. Oh, ich komme gar nicht an ihn heran, um irgendwas zu machen. Ah, ich hab Bock. Was? Ja, meine Angst vor machen den gar nichts, ey. Der ignoriert voll, dass ich den schlage. So was hasse ich. Komm schon. B.
Sieh mal einer an. Du bist außergewöhnlich stark. Nahezu unbegrenzt, möchte ich behaupten. Wow, danke. Mir war nicht klar, dass unter den Sterblichen jemand mit diesen Fähigkeiten weilt. Wären wir uns schon früher begegnet, dann hätte ich dir mit der Jagd nach so bösen Geschöpfen wie Freezer beauftragen können. Ist der Weg so stark, mein Lord? Es kommt selten vor, dass der Kaioshin in so hohen Tönen von jemandem spricht. Ich dachte, das ist eine große Ehre, Junge. Verstanden. Okay. Kommt voll so ein Badass rüber, aber in Wirklichkeit, ja, kommt das schon nicht klar mit, was wir hier alles drauf haben, ey. Sehr enttäuschend. So, da. Wo? Oh, das Flugzeug kann ich kaputt machen. Hm. Ist die Quest hier, dass ich sehe, noch was Rotes da hinten ist das. Da muss ich ganz einen großen Bogen drum machen, damit ich jetzt hier nicht die Dings trigger. Die Story-Cutscene am besten. Und da sieht man ja auch das Raumschiff. Spoiler! Puh, Entschuldigung. So, und dann gehen wir mal gucken, was Nam von uns will. Ich glaube, Nam hat für uns eine Quest, ne? Machen wir dann auch noch ganz schnell. Boah, ich will mich da hier nur umschauen. Oh, eine Erinnerung. Und fehlen uns gar nicht mehr so viele, glaube ich. Deswegen erstmal einsammeln. Immer auf die Red Ribbon Armee Basis. Der lange und komplexe Kampf um die Dragon Ball zwischen Son Goku und Red Ribbon Armee nähern sich schließlich dem Ende. Nachdem er von Tao Bai Bai gestohlenen Dragon Ball zurückgehalten hat, befindet sich nun wieder vier der Kugeln in Son Gokus Besitz. Commander Red hat noch zwei. Son Goku dringt in der Basis der Red Ribbon Armee ein, um ihn den Dragon Balls abzunehmen und sie einfach mal aufzuhalten. Mein Gott. Ich dachte, da steht ausschalten, deswegen habe ich da irgendwie verbunden mit aufhalten. Jetzt aufhalten. Irgendwann entstanden mittendrin. Gut. Da haben wir hier noch irgendwo Kugeln. D-Kugeln. Wo genau bin ich gerade eigentlich auf der Karte? Große westliche Wüste war ich wohl freigeschaltet. Ah, hier finde ich bestimmt diese Wüstengazelle, die mir noch fehlt. Unter Tiere. Ne? Ein Tier fehlt mir, glaube ich, nur noch. Deswegen eine Wüstengazelle. So, du alte Schachtel. Wie sieht es denn hier mit aus? Da kann ich auch vielleicht mal machen. 65, nee, da ist ein bisschen zu wenig, finde ich. So, ich wette, hier gibt es irgendwo eine Erinnerung. Pass auf. Namsdorf. Ach. Ja, von dir kaufen wir jetzt noch ganz schnell Dingens. Ja, noch weiter. Ich habe genug Geld, Zenny. Nehme ich an. Ich glaube, ich habe genug Geld. Noch mehr, drei Stück noch. Vielleicht noch vier. Okay. Da, wo sind denn die alle? Da ist einer, aber ist direkt da, wo wir hin müssen, deswegen der. So, finden wir hier noch irgendwas. Da ist ein Erinnerungsding. Bonk. Son Goku vs. Nam. Im Halbfinale des Kampfsportturniers tritt Son Goku gegen den ernsten und stolzen Nam an. Nam will das Turnier unbedingt gewinnen und die Siegprämie dafür einsetzen, in sein von Dürre betroffenes Dorf Wasser zu spendieren. Allerdings ist er mittlerweile stärker geworden. Son Goku nicht gewachsen und verliert schließlich. Nam ist zutiefst bestürzt darüber, dass er nicht mit dem Geld nach Hause zurückkehren kann, welches er zu gewinnen gehofft hatte, und will gerade gehen. Doch dann weist Wuten Roshi ihn darauf hin, dass er Wasser von der Quelle am Austragungsort einfach mitnehmen könne und klauen könnte. Ja, mit so einer Kapsel, ne?
Er hat ja eigentlich indirekt das Wasser gestohlen, ne? Wenn man so darüber nachdenkt. Ich sag ja nur. Ja, sieht man hier, da ist noch was. Nee. Nee. Lücke. So, und war das hier? Niemand. Da ist niemand. So, Nam. Mein Mann. Von dir habe ich schon sehen, Abzeichen. Wir haben dieses Problem verursacht, aber sollte ich es, also sollte ich es auch beheben? Wenn das so weitergeht, wird das auch nicht weiter auf die Beine kommen. Er schaut rein, als ob ihn etwas belastet. Alles in Ordnung. Lehren für die Zukunft. Die Zukunft. Stimmt was nicht? Moment mal, Son Goku, bist du das? Hm? Nein, Son Goku ist eigentlich mein Vater. Kennst du meinen Vater? Oh, oh, tut mir leid. Ich heiße Nam, dein Vater hat mir viel Gefallen getan. Wirklich? Irgendwie nicht. Ich verstehe, ich bin Son Gohan. Mir ist aufgefallen, dass dich etwas bedrückt. In der Tat, das ist mir aber ein bisschen peinlich. Weißt du, ich mache mir Sorgen um dieses Dorf. Hm, das sieht doch alles gut aus. Dieses Gebiet war mal komplett ausgetrocknet. Wir hatten Schwierigkeiten, Korn abzubauen und füreinander zu sorgen. Doch vor kurzem haben wir herausgefunden, dass es hier wertvolle Mineralien gibt, die man teuer verkaufen kann. Sobald die Leute herausgefunden haben, dass sie ganz einfach reich werden können, haben sie nicht mehr angebaut. Wirklich? Um alles noch schlimmer zu machen, haben sie das gesammelte Wasser nicht mehr konserviert. Sie glauben, wir können die Mineralien gegen Wasser tauschen, aber wir haben hier häufig Dürren. Wir könnten jederzeit eine schlimme Dürre bekommen. Ich mache mir Sorgen um die Sicherheit meines Dorfes. Das macht dir also Sorgen. Genau, um ehrlich zu sein, fühle ich mich verantwortlich, weil ich derjenige war, der den Wert der Mineralien herausgefunden hat. Ich bereite mich auf den Ernstfall vor und habe vor einem Samen erfahren, der Dürre überleben kann, aber die Pflanzen wachsen nur weit weg. Ich werde selbst dorthin reisen, aber ich kann das Dorf zu dieser Zeit nicht verlassen. Was soll ich tun? Ich könnte das Saatgut für dich finden. Wirklich? Das wäre eine große Hilfe. Bist du sicher, dass was okay ist? Aber klar, lange Reisen machen mir nichts aus. Wo kann ich es denn herbekommen? Das wächst hier. Ich habe gehört, dass ein Bauer in dem Dorf es anbaut. Weil ich selber nicht dort war, weiß ich leider nicht mehr. Alles klar, ich mache mich jetzt auf den Weg. Erstmal hole ich hier die Erinnerungsdingen. Damit ich wieder ein bisschen in Nostalgie schwelgen kann. Warum sammle ich die Dinge eigentlich? Ich tue sowieso offscreen einsammeln wieder. Verschwendet nur jedermanns Zeit. Au. Au. Oh. Bonk. Er ist so zufriedenstellend. Irgendwie. Hm. Okay. Was ist das Ding da? Ja, meiner. Er hat gewonnen. Er wurmt mich immer, dass ich jetzt die ganze Zeit so zwei Sterne Dragon Ball im Inventar habe. Gut. Oh, hier sieht auch irgendwie interessant aus. Schaden, ja. Vielleicht immer an den gleichen Stellen versteckt, immer innerhalb von Häusern oder so. So, wo ist denn jetzt das Erinnerungsdingen? Irgendwo da unten. Okay, Son Goku wird zum Affen. Die Pilaf-Truppen stehlen Son Goku und seinen Freund alle Dragon Balls. Außerdem 4 Sterne Dragon Ball und gibt sich zurück zu ihrem Versteck. Son Goku und die anderen infiltrieren Pilafs Versteck und versuchen die Dragon Balls zurückzuholen, laufen jedoch in eine Falle des Bösewichts und werden gefangen genommen. Durch das Glasdach ihres Zelts erblickt Son Goku das Licht des Vollmonds, wodurch seine Verwandlung zu einem brutalen riesigen Affen ausgelöst wird. Okay. Foreshadowing. Ich weiß ja nicht, ob ja Toyama von da aus schon irgendwie geplant hat, dass Son Goku ein Außerirdischer ist. Oder ob das irgendwie von Anfang an überhaupt geplant war. Okay, diese eine Erinnerung war wahrscheinlich die ich schon mal eingesammelt habe gerade.
im Dorf oder so. Die hätte ich doch gar nicht dann verzeichnen müssen, wenn ich die sowieso ich gefunden habe. Ich nehme an, die werden mir ja nur auf der Karte angezeigt. Ich tue die mir nicht erkaufen und sozusagen, ich lasse die nicht spawnen auf der Karte. Ich meine, die sind die ganze Zeit schon da, nur wenn ich irgendwie Informationen darüber kaufe, dann weiß ich, dass die da sind. Läuft das irgendwie ab. Gleiche gilt auch irgendwie, weiß ich nicht, mit Jagdgebieten und also was. Jetzt irgendwie Informationen kaufen, wo du okay, erst noch so ein Item, ne? Kannst irgendwie Informationen kaufen, wo du bestimmte Sachen finden kannst, wo du Früchte finden kannst oder Obst oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, wenn du die schon selber aufgedeckt hast, dann kannst du die gar nicht mehr kaufen. So, in 7 Jahren hat sich hier nichts verändert. So, alte Schachtel. Kann ich noch mehr Dinger kaufen? Ja, kann ich sogar. Mal gucken, wie viel Geld ich habe. Ich brauche ja nicht wirklich Geld für irgendwas, deswegen ist mir eigentlich egal, selbst wenn ich das jetzt hier nicht habe. So. Wo ist das da beim Leuchtturm? So, hi. Ich will deinen Samen. Hey, Fremder, was kann ich für dich tun? Ich habe gehört, dass ihr hier Saatgut habt, das Dürren überstehen kann. Weißt du was darüber? Klar, das sind die Kartoffeln, goldener Anbau. Einfach nur einpflanzen und sie wachsen von allein. Mit nur einem Samen können man genug Ehren für 10 Jahre. Bekommt man genug Ehren? Okay. Das muss es sein. Ich hätte gerne einige Samen, wenn du welche hast. Ja, ich habe welche, aber ich verkaufe sie leider nicht. Wenn ich sie nicht einfach verkaufen würde, gäbe es hier nur Kartoffeln, soweit das Auge reicht. Wenn ich die irgendwie umstimmen, es gibt ja dieses Dorf, in dem es viele Dürren gibt. Wenn ich im Gegenzug irgendwas für dich tun kann, mache ich es. Du brauchst diese Samen wirklich dringend, oder? Alles klar, ich habe da was für dich. Ich habe gehört, dass der Hauptgewinn für den B-Pedal Robo Walker Zeitangriff in den westlichen Hauptstadt einen hochmodernen Traktorkapsel ist. Nur mit dem Schatz bekommst du den Samen. Okay, ich gewinne das Rennen und hole dir den Traktor. Oh nein, er klingt sehr nervig. Nein. Nein! Das letzte Mal, als ich mit so einem verkackten Ding gefahren bin, hat mir echt nicht gefallen. Ich hatte ein bisschen hochgelevelt, aber nur 10 Level oder so. Ich weiß nicht, ob das reicht. Und das mir irgendwie vereinfachen wird. Schauen wir uns mal die Erinnerungen ja erstmal. Oh Gott. So, da war es. Der zwingt mich ja gegen ihn zu kämpfen, oder? Was? Falsch. Aber der Strahl führt doch hin. Glaube ich nicht genau. Da irgendwo. So, okay, da macht schon mehr Sinn. Da. Wiedergeborener Piccolo. Kurz bevor Son Goku ihn tötet, kann der Dämonenkönig Piccolo einen Klon von sich erstellen. Aus dem eingeborene Klon behält die Bösartigkeit des Dämonenkönigs bei, wächst weiter und wartet auf den Tag, an dem er Rache nehmen kann. Gott prophezeit, dass der neue Dämonenkönig sich beim nächsten Kampfshow-Turnier zeigen wird. Und ja, das ist halt die Inkarnation von Piccolo. Deswegen hat der Weg es auch mal irgendwann so erwähnt. Ja, das macht ja eigentlich keinen Sinn, dass Gott, ne? Und Piccolo, welcher ja die Reinkarnation von Piccolo ist, sich zusammentun können. Weil es waren ja ursprünglich Gott und Oberteufel Piccolo, ne? Weil da hat ja, ich nehme mal an, das ist, weil die Reinkarnation von Piccolo, also unser Piccolo ist, deswegen, ja, weiß nicht, zählt das auch irgendwie, ich weiß nicht. Egal, willkommen beim B-Portal Robo Walker Zeitangriff. Hey, du siehst, als hättest du Lust auf eine Herausforderung. Es gibt da eine neue Traktorkapsel zu gewinnen. Ja, warum nicht? Es ist ja Zeit, bei meinem Mitmachen den Hauptpreis zu gewinnen. Okay, Zeit angefangen, beginnen. So, Hauptsache wir tun nicht zu so einem richtig bekackten Areal. No, das sieht schon mal nicht gut aus. Was?
Ich glaube, ich tue ein bisschen schneller laufen als sonst, aber ist auch schon sehr lange her, seit ich dem Teil gespielt habe. Mal ehrlich. Gott. Will ich definitiv nicht beim ersten Versuch schaffen. Wenn ich irgendwo hier runterfalle, dann ist wieder vorbei. Aber jetzt nicht so eine bekloppte Schlucht wie beim ersten Ding, was ich machen musste. Also okay. Oh, 3 von 5. So, ich konnte jetzt da gehen, aber warum? Nehmen wir hier die Abkürzung am besten. Habt euch nicht, muss nicht einen bestimmten Wert oder so haben. Muss ich lang da? Ah, super. Ah, und das hat mir jetzt das Rennen gekostet, ne? Pass auf. Okay. Checkpoint. Muss ich lang? Gehe ich ja richtig? Sag, war nicht richtig. Habe so ein Gefühl, dass hier, was ich mache, ist nicht richtig. Gott verdammt, was sagt er mir? Ich da hoch. Ich habe noch 8 Sekunden. 7, 6. Wo will er denn eigentlich hin? Wo soll ich denn hin? Ich habe gar nicht gecheckt, wo ich da hin sollte. Eigentlich mehr mit der Story heute weitermachen. Die ersten Minuten sind schon wieder vollkommen Zeitverschwendung. Komm noch nicht mal hoch, das gibt's nicht. Also der Pfeil sagt mir, ich soll dahin gehen. So voll der dämliche Steuerung. Du denkst, du kannst irgendwie hier so springen, aber so. Cheaten. Lass mich da durch, ehrlich. Ich muss nur wissen, wo ich jetzt da reichen muss. Ey. Ich nehme die Abkürzung gerne. Sieht aus wie eine Abkürzung jedenfalls. Ich hoffe, es ist eine Abkürzung. So, ey! Ist das nicht vorhin auch gerade schon passiert, ey? Ah, jetzt hänge ich schon wieder hier fest, ey. Boah, ich bin zu nah an der Wand und ich komme da nicht hin, ey. Boah, Junge! So, und was jetzt? Einfach hier lange. Warum dreht sich die Kamera so komisch? Ja, aber ich habe so viel Zeit, spielt hier nicht mit. Aber ich bin voll gerade die Flagge hier hinterhergerannt und ja. Boom. Ja. Ah! Ich würde sagen, das reicht. Hey, Glückwunsch, mein Freund. Das war super. Hier ist dein Preis, was ihn dir verdient. Ich hoffe, ich gebe es jetzt an Bauer zurück. Oh, danke schön. Und das Rennen beendet, den Traktor bekommen. Wow. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt, wie du tickst. Du musst echt ehrgeizig sein, um den Wettkampf zu beenden. Und ein Kerl wie dich kann ich ein paar Samen von den Kartoffeln goldener Armbau abtreten. Vielen Dank. Weißt du was? Nimm den Traktor auch mit. Hä? Ich wollte nur wissen, ob du was auf dem Kasten hast. Außerdem brauchst du einen Traktor, wenn du die Samen abbauen willst. Wow, danke. Vielen Dank.
Oh, dann retten wir mal namens. Okay, wir gehen aus automatisch ein. Da finde ich gut, dass das manchmal so ist, dass man direkt wieder hier teleportiert wird. Da muss man nicht den ganzen Weg noch mal extra fliegen. Da ist doch voll gemütlich. Schön. Okay, jetzt können wir mit der Story weitermachen. Haben wir 25 Minuten wieder irgendeinen Mist gemacht. Und wir ja ein wichtiges Kommando. Ich habe die Samen von Kartoffel goldener Amber besorgt und sogar eine Traktorkapsel. Wow, vielen Dank. Mir fehlen die Worte. Ist schon in Ordnung, kein Grund mehr zu danken. Nicht der Rede wert. Was geht dir vor? Wovon redet ihr? Sieh dir das an. Es ist eine Kartoffelsorte, die sogar während einer Dürre gedeihen kann. Haha, typisch Stamm, du bist immer so pessimistisch. Die Dinge haben sich geändert. Wir können einfach mehr Wasser kaufen. Du solltest dich mal etwas entspannen. Wieso so denken die Leute hier jetzt? Aber ich werde trotzdem die Kartoffeln anfassen, die du mir gegeben hast. Großartig, viel Glück. Etwas später. Mal sehen, wie die Dinge stehen. Mann, habe ich einen Hunger. Kann jemand bitte Essen kaufen gehen? Wir haben noch eine Menge Mandarinen zu verkaufen, oder? Wer wird schon Nahrung gegen Steine tauschen wollen? Und überhaupt, im nächsten Dorf ist die Ernte wegen der Dürre ausgefallen. Wir hätten uns besser vorbereiten sollen. Diese Leute haben ernste Probleme. Hört mir alle zu. Wir haben Essen. Die Kartoffeln, Golden Amor, die ich angefangen habe, sind endlich reif. Wir haben genug für alle. Okay. Hört ihr endlich an, was ich zu sagen habe? Ich habe nicht vor, euch zu belehren. Ich habe euch vorhin im Bett von Mineralien erzählt. Ich bin also in der Sache auch nicht ganz unschuldig. Aber wir können aus dieser Misere lernen. Wir haben die Chance auf einen Neuanfang. Es ist unsere Chance, uns besser auf alle möglichen Katastrophen vorzubereiten. Ja, du hast recht. Wir sollen von jetzt an alles richtig machen. Wir müssen unseren Kindern davon erzählen, damit unsere Nachfahren nicht die gleichen Fehler machen. Sind wir uns also alle einig? Wenn wir zusammenarbeiten, wird alles gut. Genau. Oh, Songwan, du bist zurück. Ja, ich habe ja, weil nicht Monate gewartet. Nehme ich an, wie lange hat nur gedauert, bis sie reif waren. Wie es aussieht, wenn wir die schwere Zeit überstehen, dank deiner Hilfe. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Du und dein Vater habt mir mehr geholfen, als ich mir je vorstellen könnte. Bitte nimm dieser Zeichen meine Anerkennung an. Oh, viel Wasser. Ist wirklich nicht nötig, aber danke. Ganz und gar nicht, ich habe dir zu danken. Hey, langsam wird mir das ein bisschen peinlich. Wir haben nicht genug Wasser, hier in dem etwas Wasser. Okay, gut. So, damit haben wir alles erledigt hier und jetzt können wir uns wieder der Story widmen. Immer hinterher. Hier ist noch ein Erinnerungsding, aber das ich noch nicht eingesammelt habe. Na, tun wir uns auch noch. Dieses Dorf hat echt harte Zeiten mit sich. Ich muss da nicht hin. Ja, wahrscheinlich, weil ich hier. Was war das? Gar nichts. Ich bin eingebildet. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Da schaffe ich diese Erinnerung einzusammeln, ohne vor die Story da zu triggern. Ja, ne? Guck mal da unten. So, das Ende der Red Rim Armee. Son Goku und die Red Rim Armee kämpfen um die Dragon Balls. Son Goku dringt allein in der Basis der bösartigen Armee ein, um die fehlende Kugel an sich zu nehmen. Officer Black ist so frustriert vom Commander Red, dass er meutert und ihn tötet. Da er nun der Anführer der Red Rim Armee ist, bietet Officer Black Son Goku eine Position an. Der Junge lehnt jedoch ab und bereitet der Armee ein Ende. Officer Black ist schwarz. Versteht ihr? Angeblich soll Akira Toriyama vielleicht rassistisch sein. Wegen so Charakteren wie Mr. Popo oder Cell in der zweiten Stufe, weil die voll irgendwie Blackface-Anspielungen sind. Ich finde das aber irgendwie schwachsinnig, weil das damals war eine andere Zeit. Damals war rassistisch, weiß ich nicht, rassistisch zu sein irgendwie witzig oder so anscheinend. Wenn ja einige Sachen so von damals anguckst,
Aber okay. Ah, ja, da seid ihr. Ich habe noch mal ein Dorf hier gerettet, ne? Hab da nichts dagegen. あいつがバビディってやつか?いえ、違います。誰か出てくるぞ。ダーブラ?バビディのやつ、暗黒魔界の王まで手の内に入れてしまったのか?いや。ダーブラ?どっち?出てようか?そうです。Krieg des Dämonenreichs, Dabra. Dabura wird heute eigentlich geschrieben. あの小さい方がバビディなんですか?そうです。ブザザババビディ。力は全く非力ですが、恐ろしい魔術を使いますので、決してあなどってはいけません。バビディの一番恐ろしい魔術は相手の心の中の悪や欲につけ込んで思いのままに支配をしてしまうところだ。だから私たちはお前たちのように心に悪を持たぬ者と戦うことはできんのだ。ほうほう、こいつに満タンのエネルギーなの?よくやったね。これで魔人ブー復活にかなり近づいたよね。それでもお前たちはご用済みだよ。ぷいぷい。はい。ベビースアウセルシャハンランガ、ぷいぷい。 So schnell geht's. やっぱし僕の計算通りヤムーたちはたくさんの餌を連れてきたようだね。ずっと昔僕の親を殺しちゃった海洋神と一緒に。海洋神とキビトのエネルギーは使えないとして、3匹ほどは素晴らしいエネルギーを持っているようですな。 あの3匹以外のクズをお掃除して宇宙船に戻ったら、やつら必ず追ってくるよね。そこでエネルギーを吸い取るのが一番確実だよね。なるほど。そうだ。海洋神はお掃除しないでね。海洋神はこの僕が後でじっくりと始末してやるんだ。わかりました、バビディ様。 Und da war schon mit ein. Was? Hey, das ist unhöflich. はいけません。二人は石にされてしまったのです。ダーブラが死なない限り元には戻れません。なんだあるんじゃねえか。そんな簡単な方法は。とっとと帰るんだな。バビディ様には誰も逆らえんのだ。行くぞ。お待ちなさい。 Sollte er nicht irgendwie anlocken? Warum sagt er, er verschwindet von ihr? So, noch so ein Roku Vegeta. Voll viel Erfahrungspunkte. Level 63, Level 65 Vegeta. I'm finally stronger than you. Need. Beep you. Okay. Okay, Son Goku ist aber von Natur aus stärker. Ja, ich möchte aber kurz gucken, ob ich hier einige Angriffe so hochleveln kann. Oder das hier. Harter Schlag. So. Na, 35% Werterhöhung, ja.
Vielleicht nicht schlecht. Gelenkt, das kam ja mehr. So. Mein Gott, wie viele Sachen da noch übrig sind, ey. Sollte vielleicht mal bei ihm nachgucken. Vielleicht kann er seinen Super Saiyan auch hochleveln. Er kann allgemein voll viele Sachen hochleveln. Wie er ausschaut, Mann. Mach ich hier eigentlich. Den ganzen Angriff ja schon. Ich nehme an, wenn ich die hochlevel, dann werden die stärker, ne? Ich weiß es ja nicht genau. Scheint es nicht wirklich was zu verändern, so in der Beschreibung oder so. Deswegen nehme ich jetzt mal an, die Angriffe werden stärker, wenn ich hochlevel, ne? Ja, voll viel Angriff, die ich noch lernen kann. Oh, Final Flash. So, wisst ihr, da wir sowieso schon so 25 Minuten hier voll verschwendet haben mit Nebenquests und so, würde ich sagen, versuch mal hier, ob ich hier Dings hier Charaktere mal hochgelevelt kriegen in Sachen jetzt muss ich so darüber nachdenken, ne? Okay, keine Mission. Ich will mal gucken, ob ich hier irgendwo, na, wo ist hier so ein Ding zum Trainieren? Ja, ich glaube, dieses Muskelding heißt zum Trainieren, ne? Nett da, wie gesagt, da wir jetzt schon 25 Minuten so verschwendet haben hier mit Nebenquests und so, würde ich sagen, können wir hier versuchen, ein bisschen hoch zu leveln. Ich meine, ja, Level 50, das ist ja, guck mal hier, wo viel ja noch fehlen, ne? Mach mal die ganzen Dinger heute noch. Haben wir die auch mal? Oh ja, das geht schnell. Ja, kann man machen, ne? Da können wir uns in der nächsten Folge einfach nur um die Story hier widmen. Urknall Attacke, ne? Ach, mehr. Mach mal Schaden. So, geblockt. Was machst du jetzt? War nur rechtzeitig. Dachen am Angriff. Dann vielleicht noch mal ein paar neue Angriffe auswählen hier. Ich will diesen Soundeffekt, wenn die Genki Dama eingesetzt wird, richtig gut. Hey, auf zu blocken. Aber die machen mir auch gar keinen Schaden, die machen mir einen Schaden. Normalen Angriff. Ja. Ein Schaden. Obwohl du damit hinschießt, ey. Ja, aber gut, dass man so richtig einen Unterschied spürt, wenn man irgendwie ein paar Level höher ist. Ich bin jetzt 13 Level höher und ich mache auch so ein unglaublichen Unterschied von Schaden, ne? Ja. Makala!
dann haben wir hoffentlich eine sehr gute Auswahl von Angriffen beim nächsten Mal spielen mit einer der anderen Charaktere außer von Gohan. Ist ans Limit. Trophäe erhalten. So, Genkidama X. So. Super Kamera, das kann ich auch versuchen. Okay, das wird wahrscheinlich ein bisschen einfach. So. 45 oder so. Ich habe ich mal treffe der Daten gerade. Oh gut. Warum was? One-shotet mehr oder weniger. Final Flash, den möchte ich auf jeden Fall. Ich kann auch den auf Level 70 mal versuchen, aber wie gesagt. Die Level. Die Abstände der Level machen schon Unterschied, also. Haben wir wahrscheinlich ordentlich Schaden. Okay, das war krass. Ich mach die schnell Feuer Kiewelle. Nee, lass mal lieber dreimal Level 70 Vegeta. Nee, lass mal. Das hier will ich aber mal versuchen. Gut, ist mit Son Gohan nochmal zweifach Super Saiyajin. Das heißt, wir können ein bisschen ja rausholen, auch wenn es geht. Ich habe so das Gefühl, der Kampf wird aber hart. Ja, wir haben also nichts zu tun gerade. Ah, Mann. Ich mache aber nicht so dolle Schaden. Dank jeder Charakter, den wir spielen können, irgendwie Verwandlungen. Ja, der Piccolo hat eine Verwandlung. Son Gohan, Son Goku, Vegeta. Waren eigentlich alle, die wir spielen können. Ne? Goten konnten wir spielen. Für einen kurzen Moment. Der kann ja auch ein Super Saiyan verwandeln. Trunks konnten wir für eine kurze Zeit spielen. Ja, eigentlich haben wir ja mehrere spielbare Charaktere. Bei Son Gohan gab es irgendwie drei Versionen. Ne? Einmal als Kind, einmal als Pseudo-Teenager Son Gohan und dann einmal als Erwachsener. Ja, das sind ja mehr oder weniger drei verschiedene Charaktere. Ne? Das ist der gleiche Charakter, aber so vom Moveset und so. Und so, ich mag das Ziel erledigen. Ich möchte doch schon gerne Super Kamehameha haben. Okay, so schlecht läuft das hier nicht. Vielleicht kommen wir doch mit Vegeta diese Level 70 Dingen hier mal versuchen. Versuchen, Betonung liegt da versuchen. Dann haben wir aber Training für alle erstmal für eine Weile erledigt. Au. Aber ich habe hier jetzt schon Schwierigkeiten, aber ich habe eine Menge Sensoren, 15 Stück, also ich kann mir das leisten. Dann machen wir halt mal. Ganz am Anfang suchen. Er hat eigentlich nach jedem Kampf hier geheilt. Das kann ich aufpassen. Ich glaube ja. Ne? Ja, das kommt voll schnell raus, ey. Ah. Ich habe schon mal eine Bohne einzusetzen. Oh ja. Oder wird mir zu knapp. Boom.
Da war mir ein bisschen zu knapp. Guck mal, näher, treff dich nicht. Muss mal hier ausprobieren, einige Angriffe. In die Fresse. Aber reicht. Gut. Drachen aber aus. Das werde ich aber nicht kriegen. Ultimative Schnellfeuer KI-Welle. Ja, okay. Aber da brauchen wir jetzt nicht. Ah, versuchen wir es. Wie viel ich abziehe. Okay, mal gucken. Und selbst Urknall-Attacke macht nicht mehr so viel. Okay, ich nehme nicht so unglaublich viel Schaden, also. Ah, gibt's nicht, ey. Wir reichen nicht in Super Vegeta verwandeln. Das verstehe ich irgendwie nicht. Piccolo wert hier alles viel einfacher. Er hat so einen riesigen Flächenangriff einfach. Und irgendwie kann ich mich nicht. Habe ich gar nicht getroffen. Gut. Das Beste, was ich machen kann, ist einfach Urknall-Attacke die ganze Zeit spam. Hier habe ich noch geblockt im letzten Moment. Kann ich auch hier. Jemand ist da mehr. So. Kann mich gleich auf einen die ganze Zeit konzentrieren. So, alle drei auf einmal. Alle drei zusammen. Prinz der Saiyajins. Bla bla bla. Super Saiyajin. Bla bla bla. Jetzt hier eigentlich nur so aus, als würde ich die ganze Zeit hier Button mashen, ne? Aber ganze Ausweichen ist irgendwie das Entscheidende, habe ich so Gefühl. Okay, der macht keinen Kontakt. Aber einfach Final Flash. Bin irgendwie noch immer ein bisschen enttäuscht, dass die den Final Flash nicht reingepackt haben. Was ich mir einmal denke, ist, die konnten halt irgendwie nicht so, weil sie nicht umsetzen, so in Videospielform, weil zu programmieren und so dazu darzustellen, ist wahrscheinlich voll teuer und anstrengend. Also sowieso wie die Zellsage, die wurde richtig vernachlässigt. Zellsage hatte, glaube ich, noch vier solche Cutscenes. Ich verstehe nicht, wieso Zell irgendwie hier immer so wenig Liebe bekommt, weißt du? Martin Buu ist noch in der Gegend am Ende von Dragon Ball Z. Spoiler übrigens. Freezer ist zurückgekommen mit Dragon Ball Super. Weiß mit Cell irgendwie mal niemand Cell sorgt für. Beim Freezer ist noch mal zurückgekommen, nachdem Son Goku ihn angeblich getötet hat. Dann ist ein Super noch mal wiedergekommen, wird erledigt. Also noch mal wiedergekommen. Man könnte mal irgendwie meinen, Cell wäre viel stärker als Freezer. Mein Freezer hat, weiß ich nicht, hat 3 Monate trainiert, dann war irgendwie auf dem Level wie Son Goku und irgendwo super. Und ich stelle mir mal vor, Cell ist mehr so ein Charakter, der wie er trainiert, der müsste da eigentlich viel stärker sein und irgendwo super. Ja, von dem siehst du die, was finde ich voll kacke. Mein Gott, wieso leben die denn alle noch, ey? Der Kampf geht jetzt hier schon Stunden. Ja, in Dragon Ball Z Zeit ist halt, sind jetzt schon Stunden vergangen in diesem Kampf, ne? Muss man mal darüber nachdenken. Weil wenn ich gerade im Angriff drin bin, dann kommen die irgendwie dazwischen noch. Ja, kann mal einer hier verrecken, bitte.
Geht voll lange hier schon der Kampf. Au! Wenn man von der Seite kommt, mir in die Magengrube geschlagen. Ich glaube, so wäre es irgendwie unmöglich, das Spiel zu verlieren. Nein. Story ist jetzt nicht so schwierig und ich weiß nicht, ob irgendwie optionale Bosse oder irgendwie so weiter vorkommen würden. Da würde sich eigentlich voll anbieten. Ne? Du kannst eine Auswahl hast du ja so an Dragon Ball Z Film, Bösewichte und also was, ne? Aber ja, trotzdem. Ich bezweifle, dass irgendwie so was hier vorhanden ist und ich habe die nicht getroffen. Aber doch wäre natürlich gut. So, komm mal her. Ich hau dich kaputt. Durch den Baum durch, ey. Warum teleportiere ich mich denn direkt vor dem? Ja, hast du davon. Warum teleportierst du dich aber direkt vor dem? Das war eigentlich irre. Ich wollte schön vom Weiten hier machen. Aber geht der Meister dieser Fähigkeit. Finde ich ja auch gut, ey. Dass man den Bulat gegen zum Goku eingesetzt hat. Das ist Vegetas Technik. Als ob niemand irgendwie auf die Idee kam, Parkierblast wie ein Blöder auf den Gegner zu werfen vorher. Ja, das haben wir auch geschafft. Boah. Nee, diese Angriffe bringen jetzt alle nicht, ey. So, erstmal wieder lernen. Wieder hochleveln oder was auch immer. Geht nicht. Ausgezeichnet. So, super Kamehameha. Go. Nee, oh, Kamehameha. Oh. Oder Go. Keine Ahnung. Lass ich mal die mal sagen. So, Final Flash. Sollten wir vielleicht mal die ganzen neuen Angriffe ausrüsten. So, Son Goku, Genki Dama, X, verbesserte Art der Genki Dama, gesteigerte Schaden. Dann nehmen wir mal ultimative Schere, Stein, Papier. Nach einem Hammerangriff und Super Kamehameha, ne? Ich finde, das ist in Ordnung so. So, hey. Wie viele Fähigkeiten habe ich? 6 von... Okay. Auf Level 70. Oh, ich habe danach immer noch Platz für irgendwas. Cool. Haben unsere Charaktere mal ein bisschen mächtiger gemacht, ne? So, tun wir mal Super Kamehameha hier im Packen und dann super schnell voll okay, weil du bist aus dem Masenko ausgewachsen. Ich nehme an, je weiter da unten ist, desto mächtiger, ne? So, bei dir fehlt auch eins. Boom und boom und boom, boom, boom und boom. So, so, super Drachenflug, Schnellfeuer, ja, kann alles bleiben. So, du hast, warum sind die wieder alle anders geordnet? Ich mache doch immer irgendwie, ich gehe doch immer sicher irgendwie, dass die Dinger so nach der Reihenfolge sind, will ich nicht durcheinander kommen. So, ich denke auf eine Nachricht mit hohen normalen Abweichern, okay. Noch weiter gesteigert Umfang und Schaden der Key-Explosion.
Super Garlic Schall. So. Final Flash kommt ein. Super Garlic Schall kommt ein. Urknallattacke. Oh, ich habe keinen Platz für all die Dinger. Okay, dann setzen wir bei den Final Flash anstatt. Höher Kiefer vorbei, hohem Schaden. Ja. Hoher Schaden finde ich gut. So. Meteorhammer und Unendlichkeitsbreaker. Vor allem, mir geht da sowieso jede Attacke irgendwie nur einmal eingesetzt, ne? Deswegen macht das sowieso eigentlich gar keinen Unterschied, ey. So. An sich hat sich die Reihenfolge jetzt schon wieder geändert. Nee. Gut. Alles klar, das hat ein bisschen sich gezogen, aber was soll's. Gut, damit haben wir das erstmal erledigt. Jetzt können wir uns in der Story wieder etwas widmen. Ne? Ist ja jetzt nichts mehr aufgetaucht hier. Nee, gut, alles klar, gut. Würde ich sagen, ich beende Part hier. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Majin Buu Saga. Und wir stürmen mal Babidis Schiff. Ne, das wäre mal eine gute Idee. Ja, finde ich auch gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.